Stunden haben wir damit verbracht, in der Postapokalypse gegen Riesenkakerlaken zu kämpfen. Und wer sich schon immer gefragt hat, was denn die armen Kakerlaken von der Sache halten, für den wird's jetzt interessant. Denn dieses Mal soll es in meinem Review um das Point-and-Click-Adventure Journey of a Roach von 2013 gehen, das zwar ebenfalls von Dedelic stammt, aber dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Studio Kobold Games entwickelt wurde. Und in eben jenem Adventure schlüpfen wir in die Haut, oder eher in den Panzer, einer Riesenkakerlake, um einen Kakerlakenfreund zu retten, welcher zuvor von einer riesigen Entdeckung berichtet hatte. Eine Blume. Dazu müssen wir an einer Spinne und an fiesen Soldatenameisen vorbei, was wir natürlich nur mit dem Kombinieren der richtigen Objekte schaffen können. Soweit das klassische Point-and-Click-Adventure-Gameplay. Aber Journey of a Roach hat auch einige Besonderheiten, mit denen es sich auch etwas von anderen Adventures abgrenzt. Zum einen gibt es im ganzen Spiel keine klassischen Dialoge. Das klingt zunächst einmal etwas langweilig, ist es aber nicht. Denn die Charaktere geben durchaus ein paar Töne von sich, wenn sie miteinander reden oder etwas kommentieren, und gleichzeitig bekommt man dann eine Sprechblase zu sehen, in der einem dargestellt wird, um was es geht. Das einfachste Beispiel wäre der Fall, wenn ein Gegenstand außer Reichweite ist und in der Sprechblase dann ausgestreckte Arme zu sehen sind. Entsprechend findet man dadurch auch allerlei Hinweise zur Lösung der Rätsel. Zum anderen gibt es einen doch recht hohen Anteil von Mini-Zwischensequenzen, die alle sehr putzig gemacht sind und die Story weiterführen oder beziehungsweise die Änderungen in der Spielwelt zeigen. Aber weit unterschiedlicher wird das Spiel auch dadurch, dass wir mit der Maus lediglich die Benutzung von Gegenständen einleiten und den Charakter direkt mit der Tastatur steuern. Alternativ kann man auch beides mit einem Controller erledigen, wenn einem das lieber ist. Nun kann man aber auch nicht nur auf einer Ebene hin und her laufen, sondern auch an vielen Wänden kraxeln, sofern diese nicht durch Rohre oder andere Hindernisse abgegrenzt sind. Hochklettern und sogar an der Decke entlanglaufen, was man auch durchaus muss, um bestimmte Objekte überhaupt erreichen zu können. Die Steuerung funktioniert auch weitestgehend gut und intuitiv, und nur hier und da kann es schon mal etwas hakeln. Den Schwierigkeitsgrad würde ich weitestgehend als sehr einfach bewerten. Es gab eine Stelle, an der ich selber nicht auf die Lösung gekommen bin. Doch fand ich das meiste verhältnismäßig intuitiv und logisch. Zumindest logisch anhand der Hinweise, die man über die Denk- und Sprechblasen erhalten hat. Und während zwar das betretbare Gebiet schon in jedem Abschnitt mehrere Räume umspannt, ist die Anzahl der relevanten Objekte, die man sich auch anzeigen lassen kann, recht überschaubar. Überschaubar ist aber auch der Umfang des Spiels, und wenn man nicht irgendwo länger festhängt, dürfte man Journey of a Roach in zwischen 3 und 5 Stunden durchgespielt haben. Zuletzt kommen wir noch kurz zum Technischen. Fehler habe ich in dem Spiel keine festgestellt, abgesehen von einer klitzekleinen kosmetischen Sache. Und gecrashed ist es mir in den 3 Stunden ebenfalls nicht. Die Soundeffekte sind ganz gut gelungen. Die Musik ist wiederum mit ihren xylophonartigen Geklimper manchmal etwas gewöhnungsbedürftig. Die Grafik, die aus kruden Zeichnungen in den Sequenzen und recht einfachen Polygon-Models besteht, ist sicherlich auch eher Mittel zum Zweck, erfüllt diese Aufgabe aber ganz gut. Und damit ist es auch schon Zeit fürs Fazit. Der Mix aus Besonderheiten und klassischem Adventure-Gameplay funktioniert erstaunlich gut und bringt etwas Abwechslung ins Genre. Die Rätsel sind zudem weitestgehend gelungen und auch die Inszenierung mit den zahlreichen Sequenzen haben mir ganz gut gefallen. Und so erhält das Spiel von mir auch einen klaren Daumen nach oben. Eine Kaufempfehlung für den normalen Preis von 15 Euro auf Steam würde ich dennoch aufgrund der geringen Spielzeiten nicht aussprechen. Man wird Journey of a Roach aber auch immer wieder in Sales und Bundles finden und dort erhält man dann ein schönes Spiel für ein oder zwei Abende. Und damit verabschiede ich mich, bevor noch, oh nein, zu spät, die Spaßpolizei. Hey.